Ja, moin Freunde und willkommen zurück. Ihr habt vielleicht gerade mein Führer Gear EDC Video gesehen. Dieses hier drehe ich direkt hinterher, denn ich möchte euch das Titanmesser aus diesem EDC, aus dieser EDC-Zusammenstellung noch einmal gesondert vorstellen. Da ein bisschen mehr Daten präsentieren und einfach mal erzählen, was es mit dem Teil so auf sich hat. Ja, fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Wir haben eine Volltitan-Konstruktion. Woher weiß ich das? Zum einen, ich habe es in dem anderen Video schon gezeigt, das Zeug ist nicht magnetisch, ganz im Gegensatz zur Klinge. Also das ist ta tatsächlich ein Neodym-Magnet mit ziemlicher Kraft, obwohl der so klein ist. Dazu kommt die Anodisierung, das Gefühl in der Hand. Also ich bin sicher, hier wird es sich um Titan handeln. In den meisten Fällen gibt Führer an, dass es sich um TC4 Titan handelt, das sie verwenden. Also es ist nicht der höchste Grad, aber es ist definitiv eine mehr als brauchbare Titanlegierung. Und ganz ehrlich, anders als bei den Stählen, ist es den meisten doch egal, was es für ein Titan ist, wenn es nur Titan ist. Dazu zähle ich mich übrigens auch. Also ich habe hier nie mehr auf den Reinheitsgrad geschaut oder auf die Legierung, sondern habe tatsächlich immer nur, ja, wenn es Titan war, war ich interessiert. Bin ich heute immer noch. Das kann ich nicht verleugnen. Jetzt aktuell ist mal wieder so ein bisschen mehr die klassische Phase mit Slip-Joints und ja, ne, also die ganzen Spider-Cos auf meinem Kanal, ihr habt es gesehen. Das ist im Moment so ein bisschen mehr das, was mich interessiert. Aber hier konnte ich halt nach dem Angebot von Gearbest nicht Nein sagen und habe mir da mal ein bisschen was zusammengestellt. Die Lampe übrigens kam vom Stefan, Stefan 123321. Der hat mal wieder ein paar Teile gebraucht, rausgehauen. Und das trifft es mal wieder auf den Punkt bei den Preisen, die der Stefan so macht. Totaler Irrsinn eigentlich. Aber was soll ich mich beschweren? Ich habe ja davon profitiert. Also tolles kleines Lämpchen, da war ich schon mindestens ein Jahr scharf drauf. Jetzt habe ich es endlich und werde sie. Ja, heute ist dann tatsächlich. Haben wir heute Sommeranfang? Ich muss jetzt gerade auf den Kalender gucken. Ich bin ein bisschen. Ja, tatsächlich Donnerstag, 21. Juni, heute Sommeranfang und längster Tag. Kürzeste Nacht ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt, eine Taschenlampe zu testen. Naja, gut. Der nächste Herbst kommt bestimmt. Haben wir zweimal geschlafen, dann ist schon fast wieder Weihnachtsmarkt. Aber zurück zum Messer. Voll-Titan-Konstruktion, Quaken-Style, auf jeden Fall. Klinge verschwindet komplett im Griff, das finde ich so unfassbar geil. Einfach großartiges Design. Wir haben einen Flipper mit ein bisschen Jimping. Klinge ist übrigens aus D2. Klingenwurzel schließt mit dem Griff perfekt ab. Das kriegen die meisten Hersteller nicht hin. Da hast du da oben so eine Schlucht zwischen den Titanscales. Ja, und die machen es richtig. Ne? Das ist einfach großartig. Wir haben einen internen Stopp-Pin. Ich hoffe, den kann man sehen. Wir haben Titan Framelock. Wir haben. Ja, ich mache die Lampe. Ja, die lassen wir sogar an. Ihr könnt schon sehen, wir haben einen Overtravel Guard. Die kleine Nase. Zwischen Frame, also zwischen Lockbar und Rest der Schale. Kann man sie vielleicht sehen, die kleine Nase. Ja, so noch ein bisschen besser. Steel Insert. Das scheint sogar dann tauschbar zu sein. Natürlich weiß ich nicht bei einem 28-Euro-Messer, ob man da tatsächlich Ersatzteile für kriegt. Wir haben einen Lock, der so bei, was ist das, 40% etwa steht, vielleicht 35, 40%, der sehr sauber zumacht, der sehr sauber entriegelt. Also ganz wunderbar. Wir haben eine Klinge, die absolut frei fällt, frei läuft. Und zwar auf Kugellagern. Diese Kugellager laufen nochmal auf extra Edelstahlscheiben. Das heißt, hier wurde wirklich an alles gedacht, was Materialverschleiß etc. pp. Und ideale Laufeigenschaften angeht. Richtig gut gemacht. Wir haben einen Keramik-Detent Ball. Wir haben einen Detent, der das Messer gut hält. Aber wie ihr seht, ich kann den Detent so überwinden, dass das Messer nicht aufflippt. Allerdings fällt es mir richtig schwer, das Messer aus dem Heft zu schütteln. Also, er ist auf jeden Fall stark genug.
vielleicht auch die Klinge leicht genug, dass das nicht passiert. Habe ich den richtigen Druckpunkt, ist das Messer ein sehr guter Flipper. Es ist nicht überragend, also ich habe Messer, die flippen schneller und flippen mit mehr Kraft, aber die Action ist wirklich, wirklich, wirklich prima. Und ich möchte das nochmal betonen, für 28 Euro. Wir haben eine Klinge aus D2 Stahl, die ist okay scharf. Ich hatte in dem anderen Video schon mit dem berühmten Rewe Kassenbon, ja, der ist schon ein bisschen geknickt, das Papier hat schon ein bisschen gelitten, schon gezeigt. Da ist wirklich eine anständige Werksschärfe vorhanden bei dem D2. Aus anderen Videos weiß ich, Leute, die das Ding nachgeschliffen haben, die dem Ding eine neue Phase verpasst haben, die sagen auch von der Zähigkeit, ja, das mit dem D2, das wird schon hinkommen. Ich tendiere dazu, dem zu vertrauen. D2 ist kein Hochleistungsstahl und ist bei weitem auch kein teurer Stahl. Es ist ein Werkzeugstahl, der weit verbreitet ist, leicht verfügbar ist und nicht die Welt kostet. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich tatsächlich um D2 bzw. vielleicht ein chinesisches Äquivalent mit gleicher Zusammensetzung handelt, definitiv gegeben. Ja, das Messer zurück in den Griff fallen lassen ist auf dem letzten Stück immer ein bisschen schwierig, denn die Klinge ist sehr leicht. Und dadurch, dass man so wenig Raum auf dem Griff hat, drückt man automatisch meistens den Lockbar ein bisschen rein, von daher ein bisschen problematisch. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen, das Ding fällt wirklich wie eine kleine Guillotine. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben nur zwei Schrauben auf der Präsentationsseite. Wir haben einen gebogenen Titanblech-Clip. Der ist prima von der Spannung her, sogar relativ stramm. Ich habe den Eindruck, teilweise versenkt. Oder nicht nur den Eindruck, sondern definitiv teilweise versenkt, leider nicht komplett. Also ein ganz klein bisschen steht noch über. Nichtsdestoweniger richtig, richtig prima. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Schärfe ist in Ordnung, da geht immer noch ein bisschen mehr. Was halt nicht geht, oder ja, keine Ahnung, es ist halt bauartbedingt. Wir haben eine Klinge, die gerade mal 15 mm hoch ist, aber von 4 mm Stärke runter geht zu einem einigermaßen brauchbaren Anschliff. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wir haben etwa 0,98 bis 1 mm Material hinter der Phase. Jetzt werden alle Hinderer-Fans sagen, hoch, kenne ich. Zu Recht. Aber das ist natürlich für so ein schlankes Messer suboptimal. Daraus ergibt sich dann irgendwie mit der langen, schlanken Klinge, dass das Ding dann vielleicht doch eher zum Pieksen als zum Schneiden geeignet ist. Ihr habt es am Papiertest gesehen, es schneidet selbst das dünne Papier vom Kassenbon ziemlich sauber. Aber das Ding wird, da bin ich überzeugt, ich sag mal, bei den leicht fordernden Aufgaben wie Radieschen oder Tomaten nicht unbedingt ein Slicer sein. Ich werde das Ding natürlich zu Hause nutzen. Mitnehmen werde ich den wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, das bleibt was zum Spielen und für Fotos, beziehungsweise dann zum Einsatz hier daheim. Mal gucken, vielleicht werde ich damit auch ein Giveaway veranstalten oder es für einen guten Zweck versteigern. Ich weiß es noch nicht, habe ich noch nicht entschieden. Jedenfalls getestet wird es natürlich. Das Ding muss auch ein paar Sachen schneiden, ganz klar. Aber für das, ganz ehrlich, was man hier fürs Geld bekommt, das ist schon hart. Das ist schon hart. Ihr seht, hoppla, hier sind die Scales sogar noch mal ein ganz klein bisschen ausgedünnt, dass man hier mit dem Daumen besser entriegeln kann. Ach, das ist einfach. Die Action ist formidabel. Das ist echt, echt Wahnsinn. Ja, grün gibt es, glaube ich, auch noch. In Blau gibt es noch mit einer Tanto-Klinge. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Für den Preis werdet ihr nichts Besseres finden. Davon bin ich jetzt einfach mal überzeugt. Ja, Fura Gear. Vielen Dank an Gearbest für die Möglichkeit, hier mal so ein EDC zusammenzustellen. Voll Titan, natürlich ohne die Lampe, habe ich gesagt, die kommt von Stefan. Was man da fürs Geld bekommt, irre. Definitiv irre. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag.
Falls ihr Bock habt, den Link zum Messer werde ich mal unten in die Beschreibung packen. Wenn ich den Stift noch finde, der war neulich mal ausverkauft, dann selbstverständlich auch zum Stift. Kamm und Spork werde ich dann direkt noch mit verlinken, dann haben wir es komplett. Bei der Lampe wird es mittlerweile ein bisschen schwer. Sollte ich da noch einen Link zum Bezug finden mit einem sauberen, interessanten Preis, dann werde ich das auch noch unten reinpacken. Ansonsten sage ich wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.